Also irgendwer hat doch dieses Loch hier gemacht. Das ist sicherlich nicht durch einen Erdrutsch oder so nur passiert. Und irgendjemand hat auch die Tür aufgerissen. Ja. Das ist, glaube ich, unser Zielobjekt. Ich schau mal hier noch kurz. Ah. Okay. Ab ins Verderben, oder? Oh, Gott sei Dank. Lev, gleich gibt's was zu feiern. Jetzt wissen wir, warum die ganzen Männer hier tot sind. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Er ist one hit. Also, hier ist one hit. Hätte er. Boah! Oh Gott, mach die Scheiße hier auf! Oh Gott! Kommt ihr durch, oder? Ah ja, kommt ihr durch. Problem ist... Hallo? Oh nee, immer noch nicht. Oh mein Gott! Nein! Ich glaube, meine Nachbarn wollen jetzt, dass ich ausziehe, hey. Oh, okay, wenigstens nochmal komplett anfangen. Wer hat denn jetzt so lange voll mit? Oh mein Gott. War's das? Nee, immer noch nicht. Ja! Seht ihr das? Ja, ich glaube, die interessiert es gar an Scheißdreck. Abigail. Oh mein Gott. Oh! Die interessiert es gar nicht. Bitte sag, das war's jetzt. Und tschüss. Boah. Jetzt muss hier irgendwo rausgehen. Boah, ich glaube, ich brauche jetzt erstmal einen dreifachen Nerventee, hey. Boah.
Genau, für solche Momente habe ich die Munition gespart. Ey, der hat ja jetzt... Der hat einfach 12 Rohrbomben gefressen. Ach du Scheiße, hey, zum Glück haben wir das noch geskillt, hey. Oh Mann, hey. Ich sammle erstmal Ressourcen, bevor ich jetzt hier irgendwas crafte, weil... Das sah aber schon übel aus, wie... er mal eben kurz und knackig Abby... das Genick gebrochen hat. Okay, ich mache wieder Rohrbomben, weil... da bin ich einfach ein Fan von. Oh, stimmt, wir hätten ja auch noch einen Flammenwerfer gehabt. Habe ich schon wieder komplett vergessen. Ah ja. Wie geht's? Willst du mich verarschen? Wie jetzt? Hier kommt jetzt aber keiner rein, oder? Ihhh. Ist noch eine... Was lebt noch? Was lebt noch? Wie jetzt? Was lebt noch? Da lebt hoffentlich gar nichts mehr. Also irgendwas klettert hier ganz blöd rum. Kann ich irgendwas craften, wozu ich dieses Blatt brauche? Ja. Oder Papier oder was auch immer das sein soll. Aber was lebt denn jetzt noch? Wir haben den doch gekillt. Darf einfach nichts mehr leben. Egal, ich habe wieder 6 Rohrbomben, also... was auch immer da lebt. Hoffentlich lebt es gleich nochmal. Oh, aber die 3 Schuss, ne? Ich glaube, das... aber mir kam das so vor, als hätte die 3 Schuss Feuer gehabt. Oder war das wegen meiner Shotgun zuvor? Was lebt denn jetzt hier eigentlich noch? Gut. Ah ja. Wieder so ein komischer... Ah, ich geht, ey. Bitte nicht schon wieder so ein Ding. Wenn wir jetzt wieder gegen so ein Viech kämpfen müssen, dann mache ich mein Testament. Oh, du blödes Scheißviech! Ja, ja. Boah. Komm her! Wo? Was ist das denn jetzt? Hä? Komm doch her! Hä? Lass mich verarschen? Was ist das so? Das gibt's doch nicht! Au! Sag mal, verschieße ich hier gerade sinnlos meine Munition oder wie schaut das jetzt eigentlich aus?
kann jetzt nicht unsterblich sein. Ganz ehrlich, ich bomb dich auch hier raus, da habe ich gar keinen, da bin ich absolut schmerzbefreit. Oh. Ja, genau. Was? Das ist hier immer noch am Leben. Oh. Genau. Au! Ja. Was? Was ist denn das jetzt für ein Käse? Mache ich das falsch, oder? Die Impulsverbesserung wird nach einem Schlag gegen einen Gegner aktiviert, der betäubt oder überrascht ist. Innerhalb eines kurzen Zeitfensters ist dein Nahkampfangriff ebenfalls ein Schlag. Ha. Ja, so. Muss ich es anzünden? Ja, wobei, hier ist... Ja. Ey, sag mal, es gibt so ein Messer. Rein. Das gibt's doch jetzt nicht. Komm her. Brenne. Das kann doch nicht sein. Da hinten glüht er. Komm her. Das gibt's doch jetzt nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich mache das falsch, ne? Ich halte mich mal kurz hoch. Halt dich hoch. Allen. Das war jetzt sehr scheiße eigentlich. Hier. Boom. Ab ins neue Jahr. Scheißvieh. Jetzt habe ich dich endlich. Kleine Ratte. Boah, ey, was das hier an Munition kostet. Ey, ich dachte, das wäre ein... Verfickte Scheiße. Aber das kannst du laut sagen. Ich dachte, das wäre einfach ein ganz normaler... Wie auch immer diese Viecher heißen. Aber da war überhaupt nichts normal. So. Ich hoffe, das war jetzt aber der letzte. Dass es hier noch so weitere Mutanten gibt. Ich will das schon gar nicht mehr Zombie nennen. Okay. So. Oh Mann. Die Scheiße glaubt mir doch kein Mensch. Oh, da ist sogar was. Geil, Hawaii. Ja, da gehen wir gleich mal nach Hawaii. 1959. Und hier? Ich wollte eigentlich an die Kiste ran, aber da komme ich nicht dran. Ich wollte eigentlich da rangehen. Weil da waren doch irgendwelche Teile gelegen, oder? Ja, guck mal. Kannst du sowas nur liegen lassen? Abby. Hoffentlich geht's hier aber gut. Oder eher gesagt, Lev, ne? Ich hoffe, dass sie ihn nicht gefunden haben. Oh ja. Ich bin beruhigt.
Alle suchen nach dir. Was hast du gemacht? Gar nichts. Du solltest doch da bleiben. Es ging nicht. Deine Freunde sind hier überall. Hast du die Sachen? Ja. Jetzt sollten wir machen, dass wir hier wegkommen. Hey. Mir nach. Mann, dass der Hund, den ich umgebracht habe mit Ellie. Willst du sie streicheln? Ist okay? Ja, siehst du? Fertig. Du kannst jetzt zu ihr, wenn du willst. Kommt sie wieder in Ordnung? Ja, kommt sie. Hey. Es sind nur Kinder. Ich weiß. Was ist mit uns passiert? Vielleicht haben wir aufgehört, nach dem Licht zu suchen. Vielleicht. Ich werde mal nach dem Mädchen sehen. Okay. Wieder in der Vergangenheit. War das Owen? In ihrem Traum jetzt? Seattle, Tag 3. Owen? Ich bin's nur.
Warum bist du noch wach? Ich hab Yaras Verband gewechselt. Unglaublich, wie gut sie sich hält. Naja, Scars sind hart. Ich schaff's hin und zurück. Worüber streiten sie sich? Nein, fick dich, Yara. Dich würde ich auch nicht allein lassen. Lev will nicht weg aus Seattle. Owen hat gesagt, sie können mit nach Santa Barbara. Das ist typisch Owen. Ich dachte, du hättest ihm das inzwischen ausgeredet. Eigentlich werde ich mitgehen. Aber nicht, wenn du mitkommst. Was? Ihm kannst du vielleicht was vormachen. Aber mir nicht. Ich mache niemandem was vor. Isaacs Topscar-Jägerin entdeckt plötzlich ihr Herz? Und das hat nichts mit Owen zu tun, ja? Ich habe nicht immer alles richtig gemacht. Du bist echt scheiße, Abby! Warst du schon immer. Du kannst mich mal. Du willst den Kindern was Gutes tun? Dann lass sie in Ruhe und verarsch sie nicht auch noch. Was ist los mit der? Hä? Fuck. Aber warum? Abby? Cooles Shirt. Bist du okay? Was macht der Arm? Es ist besser als heute Morgen. Hat Lev sich beruhigt? Das wird er noch. Kannst du mir helfen, ihn zu suchen? Ziemlich sauer. Klar. Er ist da lang gerannt. Okay. Also ich habe jetzt die Mel nicht wirklich verstanden, um ehrlich zu sein. Also was sie jetzt genau wollte von Abby und warum sie sie jetzt so angemacht hat. Ich meine, klar, sie... Der Owen und die Abby, ne? Die... Der Owen ist der Mel jetzt nicht allzu treu, würde ich jetzt mal behaupten, aber die Mel hat ja gerade wegen was komplett anderem rumgestänkert. Warum auch immer kommt sie nicht damit klar, dass wir mit Scars befreundet sind, weil sie denkt, dass wir irgendwie was vorhaben. Um Owen irgendwas zu beweisen. Ich weiß auch nicht. Naja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich mache eine kleine Aufnahmepause und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal zu The Last of Us 2. Ciao!